This is Anfield, liebe Zuschauer. Willkommen in Liverpool. Ich begrüße Sie zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Spiel 1 also in der UEFA Champions League. Spannende Sache, Wolf. Wie kommt man rein? Wo führt der Weg hin? Die Erwartungen sind enorm. Bei den Fans wie beim Club keine leichte Aufgabe. Mario Mandzukic. And number 7. Cristiano Ronaldo. Beide wollen ja heute unbedingt einen Fehlstart vermeiden an Spieltag 1 in der UEFA Champions League. Es gilt wie immer, möglichst gut reinzukommen in diesen Wettbewerb. Hier sehen wir es, das ist die Aufstellung von Ihnen heute. Wojciech Szczęsny auf der Torwartposition. Giorgio Chiellini spielt gemeinsam mit Leonardo Bonucci in der Abwehr. Und vorne haben wir bei Ihnen einen Einmannsturm. Sieht erstmal nicht gefährlich aus, aber abwarten, Sie können während des Spiels ja variieren. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Im Tor sehen wir Lukas Radetzky. Sven Bender spielt mit Jonathan Tah in der Abwehr. Julian Baumgartlinger steht zusammen mit Charles Aranguiz im Mittelfeld. Und vorne wollen sie heute richtig offensiv spielen. Ja, das ist nicht ohne Risiko. Drei Stürmer zu Beginn. Drei. Rabiot. Alexandro. Jetzt Cristiano Ronaldo. Wir reden oft über die Spieler, die ihre Nebenleute stärker machen. Aber Cristiano Ronaldo ist dann noch mal eine Stufe drüber. Der macht jeden Nebenmann zum Superstar. Absolut. Er weiß einfach, wie er die Kollegen mitzieht. Und die Möglichkeit. Tolle Parade. Da muss er sich ganz weit strecken. Ecke kommt kurz. Und Bonucci. Cristiano Ronaldo. Pjanic. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Gefährlich. Ganz geduldig machen Sie das hier. Lassen den Ball schön laufen. Da können Sie klären. So, Pjanic führt aus. Rabiot. Ronaldo. Rabiot. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Decilio. Leverkusen macht das immer wieder richtig gut in den letzten Jahren. Man schafft es ein ums andere Mal auch spielerisch zu glänzen. Ja, ist schon klasse, wie da gearbeitet wird. Stellen die Mannschaft immer wieder gut zusammen. In der Hinsicht einer der beständigsten Clubs der Liga. Tah. Fängt diesen Ball ab. Und jetzt der hohe Ball auf Ronaldo. Lars Bender jetzt. Kai Havertz. Aranguiz. Baumgartlinger. Tah. Baumgartlinger. Leon Bailey. Jetzt könnte die Flanke reinschlagen.
Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Mandzukic. Dybala. Emre Can. Rabiot. Alexandro. Jetzt Pjanic. Cristiano Ronaldo. Alexandro. Nun Pjanic. Rabiot. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Dem hierbei. Jetzt können sie vielleicht kontern. Aranguiz. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Pjanic. Chiellini. Mandzukic. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Nun Ronaldo. Alexandro am Ball. Cristiano Ronaldo. Da muss er flanken. Flanke landet beim Gegner. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ball kommt rein. Nee. Keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Kai Havertz. Bender. Tah. Lars Bender jetzt. Kai Havertz. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Bender. Kurze Hereingabe. Gehalten von Jesse. Weiter gefährlich. Decilio. Schönes Zuspiel. Schön dazwischen gegangen. Sie verlieren den Ball. Aranguiz. Baumgartlinger. Leon Bailey. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Emre Can. Jetzt Alexandro. Bonucci am Ball. Da kommt der Pass auf außen. Chiellini. Pjanic. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Sie machen schon sehr früh Druck. Kai Havertz. Der Ballverlust. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Jetzt der Ballverlust. Baumgartlinger. Kai Havertz. Aranguiz. Lars Bender jetzt. Er will den Ball, verlässt seine angestammte Position. Leon Bailey. Jetzt Volland. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Volland. Ball kommt in die Mitte. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Bender. Baumgartlinger. Die Defensive steht. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Keine gute erste Hälfte, Buschi, oder? Nee, leider wirklich nicht. Da kann man nur hoffen, dass die Trainer jetzt in der Pause die richtigen Worte finden und es dann besser wird. Der zweite Spielabschnitt kann beginnen, hier in Anfield. Aranguiz. Er überzeugt heute als Passgeber.
Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Aranguiz. Leon Bailey. Dem hier bei. Guter Pass. Da ist die Hereingabe. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Es ist ein richtig enges Spiel bisher. Das sehen wir auch an der Ballbesitzquote. Und ich bin gespannt, wie lange es hier noch beim 0-0 bleibt. Beide sind allerdings auch zögerlich. Ball weit raus auf Ronaldo. Könnte die Führung werden. Kein Tor. Oh, das ist ärgerlich. Müssen sie nutzen, dann wären sie hier vorne. So bleibt es auf jeden Fall spannend. Da verlieren sie den Ball. Cristiano Ronaldo. Mario Mandzukic. Sie geben Gas, wollen die Führung erzwingen, aber nicht in dieser Szene. Guter Einsatz, das war wichtig. Emre Can. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Mandzukic. Da kann er klären, gut aufgepasst. Bisher können wir nicht sagen, welches Team hier gewinnt. Vielleicht bringt sie der Joker auf die Siegerstraße. Dybala. Der Ball ist im Aus, es geht hier mit Abschluss weiter. Werfen wir nochmal einen Blick auf diese Chance. Er nimmt ihn da mit dem Kopf, aber drüber. Jetzt haben sie den Ball wieder. Der Ball auf den Flügel zu Ronaldo. Kein guter Ball, gibt Abstoß. Ballverlust. Und Chiellini. Chiellini. Klasse Einsatz. Und jetzt Alexandro. Pjanic. Bonucci. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Nee, ich glaube, den Ball holt sich der Keeper. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen, da verlieren sie den Ballbesitz.
Jetzt Alexandro. Pjanic. Aranguiz. Nun Volland. Kevin Volland. Da kommt die Hereingabe. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Beide Trainer reagieren. Sie bringen neues Spielermaterial. Und nun Bellarabi. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Und Volland. Amiri. Tah. Jetzt Volland. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Decilio. Emre Can. Jetzt Pjanic. Dybala. Guter Vorstoß da jetzt. Wendell. Aranguiz. Regulär sind es noch 7 Minuten. Amiri. Volland. Kai Havertz. Jetzt der Ballverlust. Jetzt sind es nur noch 5 Minuten in der regulären Spielzeit, aber hier ist nach wie vor nichts entschieden. Chiellini jetzt. Und Pjanic. Emre Can. Rodrigo Betancourt. Pjanic. Dybala. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und er gewinnt den Zweikampf. Und Mandzukic. Ja, könnte was werden. Ein Tor wäre wichtig gewesen, aber der Abwehrspieler ist rechtzeitig da. Der Ballverlust. Vielleicht bekommen sie jetzt noch eine Chance. Pjanic. Rodrigo Betancourt. Die Pässe jetzt. Der Ball läuft gut. Sie verfallen nicht in Hektik. Warten auf die Lücke. Warten auf die Chance. Gutes Tackling. Gute Zweikampfführung. Und das war's. Kein Sieger am Ende der 90 Minuten. Yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you. I'm afraid sometimes.